was mich an dem Freischütz natürlich besonders gereizt hat, ist seine Herkunft aus einer bestimmten Zeit, einer bestimmten literarischen, auch Kunstströmung der sogenannten schwarzen Romantik. Die Welt von E.T.A. Hoffmann, dieser Rückzug ins Private, aus dem dann das Biedermeier entstanden ist, bedingt durch eine Atmosphäre der ständigen Bespitzelung, dass das Alltägliche unheimlich wird, also das Grauen, was in dem lauert, was uns Tag für Tag umgibt. Schauerliche Rituale, gespenstische Erscheinungen und die verführerische Macht des Bösen bestimmen die Geschehnisse in dieser Oper. Eine besondere Akzentuierung aber erfährt die Inszenierung dadurch, dass der Jägerbursche Max und sein abgrundböser Kompagnon Kasper zu Doppelgängern werden. Ich glaube schon, dass Kasper sowas wie Jekyll and Hyde ist, also so quasi die dunkle Seite des Egos, dass man wieder loswerden muss, aber man weiß nicht wie. Von diesem Punkt her habe ich versucht, das ein bisschen aufzubauen, mehr sozusagen irgendwie aus der Psyche oder aus der gestörten, sich spaltenden Psyche Maxens herauszuentwickeln und dem dann auch ein Pendant zu geben in Agathe, die eine andere Art von, sagen wir mal, seelischer Störung, dem Somnambulismus, herauszuentwickeln. Eine geradezu dämonische Musik, gewaltige Spuk- und Lichtgestalten, all das gehört zur berühmten Wolfsschlucht-Szene, in der Max um Mitternacht mit dem zwielichtigen Kasper die verfluchten Freikugeln gießt, die niemals fehlgehen, deren Ziel aber der Teufel bestimmen möchte. Eine atmosphärische Chance, mit der wir gerade im Augenblick konfrontiert sind, dass das so ein bisschen so eine Ferienlager-Atmosphäre hier ist, nicht? Man sitzt in einem Ort, wo man noch nicht so genau weiß, wie funktioniert der hat die ganzen Annehmlichkeiten eines Theaters nicht und dem muss man sich stellen und das schweißt zusammen. Und das Ensemble sich mit großer, großer Liebe und auch Enthusiasmus wild entschlossen ist, hier richtig Oper zu spielen.